Meine Leute, das ist Erblin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich echt eigentlich einfach nur ein bisschen verwirrt, und zwar ASMR. Ihr kennt es sicherlich alle, ich schätze nicht, dass ich es erklären muss, aber für die zwei Leute, die einfach auf dem Mond leben, ASMR ist quasi, dass dir irgendwer quasi einfach nur ins Ohr flüstert. Es gibt ja anscheinend, zumindest einen sehr kleinen Teil der Population der Menschheit, irgendwie Tingles, wie sie es nennen, irgendein kribbeliges Gefühl, das sich irgendwie stimulieren kann. Einige benutzen es für einen Orgasmus, einige zum Entspannen. Es ist ein sehr seltsames Konzept, das ich nie wirklich verstehe. Also für mich, ich habe mir irgendwie 3-4 Mal ASMR-Content gegeben. Egal, wie ich es konsumiere, ASMR ist irgendwie, ich fühle mich immer so, als würde irgendwie so ein alter Mann hinter mir stehen, mir so langsam irgendwie so leise ins Ohr flüstern. Los, Serblin, bring Kinder in deiner Schule um. Erschieß sie alle. Rächt dich für das, was sie getan haben. Und das lässt mich irgendwie sehr unangenehm fühlen. Also ich fühle mich eigentlich einfach nur ein bisschen beobachtet und ein bisschen penetriert, so ich fühle schon irgendwie, wie einfach fucking nochmal der alte Mann mir langsam in meinen Arschritze hochklettert. Aber hey, wenn Leute irgendwie darauf geil werden und dadurch besser einschlafen können, sei es ihnen vergönnt. Ich verstehe einfach das Konzept dahinter nicht. Also unironisch, ich habe noch nie so hartes Desinteresse an irgendwie Audio-Content gehabt. Keine Ahnung, wer das kommt, aber es ist einfach der irgendwie uninteressanteste Content, den man meiner Meinung nach machen kann, den man sich auch irgendwie super hart nicht geben kann. So klar, es gibt irgendwie zu allem möglichen irgendwas ASMR. Von irgendwie Fortnite ASMR, Halloween ASMR zu Femboy Sissy fucks your ass while you're drinking Chocomilk. What the fuck? Und by the way, das ist wirklich real. Ich hab mir das angeschaut. Es ist seltsam. Ne, das denke ich mir gerade nicht aus. Es gibt wirklich Femboy ASMR, wie das simulieren soll, wie du dort Sex hast. Mit einem Femboy. Das ist so die fucking Spanne. Es gibt alles in ASMR. Und das ist halt das. Ich finde trotzdem irgendwie nichts, was ich mir anschauen kann. So, es ist alles irgendwie nur weird. Aber ey, gönnt euch, wenn ihr es mögt. Ne? No judging here. Ne? Denkt dran, bleibt toxisch. Der abonniert mich, disliked mich. Hätten mir diese perfekte Glocke und jetzt. Runter von meinem Rasen, ihr Hurensünden. Yeah!